Mit dem gelifteten Peugeot 208 behält das Modell seine typische Form, wurde aber optisch vor allem an der Front überarbeitet. Auch die Heckleuchten präsentieren sich neu gestylt. Der knapp 4 Meter lange 208 bietet ein überraschend gutes Raumangebot. Sowohl in der vorderen Sitzreihe als auch auf der Rückbank kommt man gut zurecht und auch für Gepäck ist ordentlich Platz. Das Ladevolumen reicht von 331 bis 1152 Liter. Die ungewöhnliche Anordnung der Instrumenteneinheit wurde hier und da kritisiert. Doch durch die entsprechende Lenkradeinstellung konnten wir durchaus gute Ablesbarkeit erreichen. Im Mittelteil des Armaturenbretts befindet sich ab der zweiten Ausstattungsstufe Active der 7 Zoll große Bildschirm mit Touch-Bedienung. Zahlreiche Funktionen wie etwa Bordcomputer, Tempomat, Radio, Bluetooth oder das optionale Navi-System werden hier gesteuert. Der 208 ist routiniert verarbeitet. Die verwendeten Materialien entsprechen der Preisklasse. Premium-Feeling kommt demgemäß nicht auf. Der 82 PS Benziner Saugmotor des Testwagens sorgt für klassenübliche Fahrleistungen. 175 km/h Spitze sind laut Werksangabe möglich. Auf einer Etappe mit zurückhaltender Fahrweise lag der Verbrauch bei 5,2 Liter. Normaler Cityverkehr erhöhte den Wert auf bis zu 6,8 Liter. Der 208 enthält schon ab Basisniveau Like um 13.450 Euro bis auf die geteilte Rückbank alle wesentlichen Features, darunter Klimaanlage mit gekühltem Handschuhfach, Tempomat, 6 Airbags und Follow Me Home. Die höheren Ausstattungslevels bzw. Sonderausstattungen bringen dann auch noch Assistenzsysteme wie etwa Active City Brake oder 2-Zonen-Klimaautomatik. Peugeot offeriert für den 208 auch Lackierungen mit strukturierten Oberflächen. Diese sollen widerstandsfähiger als Nichtmetallic-Lackierungen sein und besseren Schutz vor kleinen Kratzern bieten. Kostenpunkt knapp unter 700 Euro. Alles in allem stellt der neue Peugeot 208 ein solides Angebot in der 4-Meter-Klasse dar. Als Highlight stechen das individuelle Design und das gute Platzangebot hervor. Besonders empfehlenswert bei höheren Kilometerleistungen sind die sparsamen und kultivierten Peugeot-Dieselmotoren. Im 208 zu haben, ab 16.350 Euro.